glaube erstmal, jeder Fußballer könnte sich das mal anschauen. Also ich habe das auch gerne gemacht bei ihm und er macht den Menschen sehr fit und ja, er ist Motivationskünstler. Das Besondere am Training mit Petro ist, dass er individuell auf dich eingehen kann, weil wir nicht in so großen Gruppen sind. Und du gehst halt über deine Leistungsgrenze hinaus. Der Vorteil, mit Kleingruppen zu arbeiten, ist, dass ich natürlich mehr aufmerksamer sein kann mit den Jungs. Ich sehe mehr, ich kann besser optimieren. Und das, was ich natürlich in einer großen Gruppe einfach nicht schaffen kann, wenn ich da 20 Mann im Kurs habe, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, als wenn ich eine 1:1 Arbeit habe oder ebenso wie heute nur 2. Ja, wir haben uns am Anfang warm gemacht, haben den Körper auf die nächste Belastung vorbereitet, haben dann mit dem ersten Block angefangen. Das war für unseren Rumpf. 3 Übungen. Die ersten Übungen war einmal Kreuzheben für den unteren Rücken und einmal die Übung mit den Seilen hier, mit dem Tier X für die seitliche Bauchmuskulatur. Im Anschluss folgte dann eine Ausdauerübung. Das bedeutet für die Fußballer, es ist sehr gut, auch im Zweikampf, auch mal, wenn es mal richtig zur Sache geht, auch standhaft zu bleiben und nicht sofort umzufallen. Der zweite Block war dann eher für die Sprungkraft bzw. für die Schnelligkeit, weil der Fußballer holt die Schnelligkeit ja auch aus der Gesäßmuskulatur. Dementsprechend hatten wir auch an den Tier X Übungen, wo die viel in die Tiefe gegangen sind und mit diesem Aufspringen, das ist nachher das, was uns nachher die ersten 2-3 Metern verleiht, die für unseren Zweikampf auch sehr wichtig sind. Ne? Ich glaube, dass er mir mehr Motivation gegeben hat, dass er mir gezeigt hat, dass ich bis zum Limit arbeiten muss und das sieht man dann auch, wie ich geschwitzt habe. Für jeden Fußballer ist es natürlich wichtig, zusätzlich zum Fußballtraining was zu machen, gerade in der Rumpfmuskulatur. Und Petro ist dafür auf jeden Fall der richtige Mann.